Moin, moin, meine lieben Supererden und willkommen zur 8. Folge von Zwergenfrage Riesenantwort. Es gab ja lange keine Folge mehr und ich dachte, das muss jetzt als erstes raus, weil es kam die ein oder andere Frage und ja, das wollen wir jetzt bald mal angehen. Aber davor habe ich noch ein paar Infos für euch. Einmal vielen Dank für das ganze Feedback bezüglich der Doku. Ich bin sehr positiv überrascht. Es kamen viele, die gesagt haben, ja, das gefällt mir und das ist sogar von so großer Qualität, dass sich der Zeitaufwand gelohnt hat, dass sich das Warten gelohnt hat. Und ich denke, ich mache das nochmal. In mittlerer Zukunft werde ich nochmal so eine Doku produzieren. Vielleicht mit Iggy, vielleicht mit jemand anders, vielleicht jedenfalls nicht mit meiner Stimme, weil, ja, ich stocke sehr viel und, naja. Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, werden sich vielleicht daran gewöhnen müssen oder sich wieder verabschieden. Das wäre sehr, sehr schade. Ich hoffe, ihr bleibt da. Und vielleicht ist der Ton auch ein bisschen besser, weil ich habe jetzt endlich etwas professionelleres Equipment. Ich habe ein Stativ, ich hab so eine Haube, so eine Schaumstoffhaube über meinem Aufnahmegerät. Ich habe nämlich noch kein Mikro, aber ja, wird schon so hinhauen. Und ich denke, dann beginnen wir jetzt mit der ersten Frage. Mercury schreibt, wie hat Uranus seine stark geneigte Achse bekommen, beziehungsweise wie groß war das Objekt, das ihn getroffen hat? Das Objekt, wenn es denn eins gab, denn ja, er hat recht, es muss nicht unbedingt eine Kollision gewesen sein, es könnte auch irgendein anderer Körper gewesen sein oder könnten komplizierte gravitative Verschiebungen im Sonnensystem sein, wovon ich aber eher mal nicht ausgehe. Diese Theorien gibt es auch, die sind auch gar nicht mal so unwahrscheinlich objektiv betrachtet, aber diese Kollisionstheorie erscheint mir doch sehr, sehr viel plausibler. Das Objekt würde ungefähr die doppelte Erdmasse gehabt haben. Mehr oder auch weniger über zwei Erdmassen sollte es nicht gewesen sein. Denn wenn etwas auf den Uranus draufkommt, dann wurde es davor von dem Uranus auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunigt und hätte damit einen gewissen Impuls. Und deswegen kann das nicht schwerer als zwei Erdmassen sein, dieses Objekt. Denn sonst hätte es eine sehr, sehr viel höhere Rotation verursacht. Natürlich können es auch so mehrere Objekte gewesen sein, aber dass es ein Objekt ist, ist schon sehr viel wahrscheinlicher. Das ist dasselbe wie mit Planet 9, weil auch Planet 9 ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, wenn er nur als einzelnes Objekt vorhanden wäre und nicht als mehrere Objekte, die alle zufällig denselben Effekt erzeugen würden. Marlon Koch schreibt, wieso ist es so schwierig, die genaue Bahn eines Asteroiden vorherzusagen? Wahrscheinlich wurde hier auch subtil Stellung genommen zu Oumuamua, der ja eine gewisse Beschleunigung erfahren hat, beziehungsweise eine zu leichte Abbremsung nach dem Flyby von der Sonne. Und das liegt daran, dass wir immer nur weiße kleine Punkte sehen und wir wissen nie so genau, welche Form ein Asteroid, jedenfalls ein kleiner, haben soll. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, denn das kann so viel verändern. Man weiß nicht die genaue Mechanik, vielleicht bröselt irgendwas raus, das aber so unscheinbar ist, dass wir es mit unseren Teleskopen nicht erfassen können und dadurch eben ein gewisser Impuls, eine gewisse Beschleunigung erzeugt wird und das dann nur in bestimmten Momenten. Und das ist bei größeren Körpern, bei Planeten oder bei Protoplaneten ist das egal, weil man braucht eine sehr, sehr viel größere Kraft, um ein schwereres, um ein massereicheres Objekt von der Stelle zu bewegen oder eben in eine andere Richtung zu beschleunigen. Wenn es aber ganz, ganz klein ist, können auch kleine Effekte eben einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit haben. Und das wird wohl bei Oumuamua der Fall gewesen sein und wird wohl auch bei den anderen Asteroiden der Fall gewesen sein, wo wir nicht ganz genau die richtige Bahn ausrechnen konnten. Titan fragt, wie glaubst du, hat es der Gasriese 1S Wasp J1407b zu so einem riesigen Ringsystem gebracht? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich bei diesem Gasplaneten, ich will den Namen nicht allzu oft aussprechen, um einen ganz normalen Gasplaneten handelt, der sich gerade erst bildet. Es ist ein sehr, sehr junger Gasplanet und dementsprechend hat er eine große Akkretionsscheibe. Es ist nicht ein Ring im eigentlichen Sinne, es ist einfach nur ein Planet, der sich in einer protoplanetaren Scheibe gebildet hat und jetzt immer noch ein sehr großes Ringsystem hat. Das wird bei allen Planeten der Fall gewesen sein. Und ja, auch ein so großes mit der 200-fachen Ausdehnung des Saturns. Da aus diesen Akkretionsscheiben sich später Monde bilden und der Rest vom Planeten einfach verschlungen wird, ist das bei unseren Planeten fast gar nicht ausgeprägt.
Jack fragt, kannst du ein Video über geostationäre Planeten oder Monde machen? Ja, geostationär bezieht sich auf die Erde aber halt so. Das muss ja geben, aber ich habe fast nichts darüber gefunden. Das liegt daran, dass die geostationären Planeten nicht so genannt werden. Man kann auch ganz einfach von gebundener Rotation bei den Planeten sprechen, bei den Zentralgestirnen. Es gibt es natürlich, zum Beispiel Pluto ist ein gutes Beispiel, denn wenn man auf Pluto steht und wenn man nicht gerade an den Polzonen steht, sieht man entweder immer Charon oder nie Charon, also den Mond, der den Pluto rotationsgebunden hat. Beim Erde-Mond-System ist das nur beim Mond selber der Fall, also wir rotieren unabhängig von der Umlaufdauer des Mondes, was daran liegt, dass der Mond halt einfach noch nicht stark genug war und noch nicht genug Zeit hatte, um unsere Rotation zu binden. Die Abbremsung erfolgt dadurch, dass der Trabant immer am Zentralgestirn zieht, und zwar an dem Teil des Zentralgestirns, was dem Trabant näher ist, immer etwas stärker zieht als am Rest. Und so wird ständig der vordere Teil des Zentralgestirns, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, ein bisschen daran gehindert, von der Rotation weitergetragen zu werden. Und so wird durch ein Erde-Mond-System oder durch generell ein Planetensystem von jedem Körper ganz langsam die Rotation verlangsamt. Beim Mond ist das schon abgeschlossen. Die Erde wird dies vermutlich nie erleben. Und das war's dann auch schon. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin immer lebensfreundlich bleiben. Ciao.